Hallo und willkommen bei Watchfaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Am Samstag gab es bei Wandag eine Aktion, 10% aufs ganze Sortiment, und da habe ich ganz spontan zugeschlagen und habe meine kleine Wandag-Sammlung um eine weitere Uhr erweitert, und zwar handelt es sich um die Wandag Tiefsee Goldkraft. Man muss die Namensgebung nicht unbedingt mögen. Ich finde es eigentlich ganz witzig. Es ist mir zumindest lieber als elendlange Ziffern- und Buchstabenreihen wie bei Seiko. Insofern passt das für mich. Und die Goldkraft für mich, während ich rede, ziehe ich mir gerade mal meine Handschuhe an. Die Goldkraft ist für mich in gewisser Weise ein Experiment, weil ich eigentlich nicht so unglaublich stark auf Gold oder Goldakzente stehe und die Goldkraft ja genau dafür steht, für Goldakzente. Die Goldkraft hat nicht nur die goldenen Akzente auf der Lünette, sondern auch auf den Indizes und den Zeigern. Eigentlich wirklich schön und dezent gemacht, überhaupt nicht aufdringlich. Und von daher habe ich es gewagt und finde die Uhr in ihrer gesamten Erscheinung wirklich unglaublich reizvoll und toll gemacht. Ich bin richtig begeistert von der Uhr, wie ihr merkt, und ich habe ja schon die Goldkraft Ruhe, und wenn ihr euch an mein eine Woche am Arm Video zur Goldkraft Ruhe erinnert, da habe ich gesagt, ich bin nicht sicher, ob mir die kleinen Indizes und die schmalen Zeiger wirklich so gut passen zu mir, weil es eben nicht meinem nicht schmalen Typ entspricht. Aber hier finde ich das absolut gelungen. Das dürfte ich überhaupt nicht größer, breiter, präsenter sein, dann würde es für mich übertrieben protzig. Ich finde das absolut super klasse und passend hier an der Uhr. Bevor wir jetzt uns die Uhr nochmal weiter im Detail anschauen, möchte ich gerne auf die Maße eingehen. Die Wandag Tiefsee Goldkraft hat einen Durchmesser von 41,5 mm. Eine Bauhöhe von 12,3 mm und einen angenehmen Horn-zu-Horn-Abstand von 48 mm. Was ich ebenfalls sehr angenehm finde, ist, dass die Bandanstöße die sogenannten weiblichen Bandanstöße sind. Das heißt, der Mittelteil des Bandes geht in den Endlink rein und nicht der Endlink hat noch ein starres Teil, was dann ins Band geht. Dadurch haben wir so gut wie keinen Bandüberstand an der Uhr und das Band geht wirklich direkt an der Uhr runter, ohne den bei den männlichen Endlinks feststellenden Flügeleffekt zu haben, dass das Band halt erst später abknickt. Hier knickt es direkt ab und macht die Uhr sehr flexibel. Die Uhr ist bis 200 Meter wasserdicht und wird angetrieben durch ein Miyota 8215. Das Ganze zu einem Preis, zu einem regulären Listenpreis von 449 Euro am Stahlband und, wenn ich es richtig im Kopf habe, 399 Euro am Stoffband. Das Band habe ich noch nicht angepasst, weil ich gerade vor 3 Minuten erst das Unboxing gedreht habe. Ich zeige es euch trotzdem mal am Arm. Klasse. Also wirklich für über den Daumen gepeilt 450 Euro. Absolut der Knaller. Wirklich eine richtig, richtig schöne Uhr. Gefällt mir wirklich super gut. Was können wir uns zu der Uhr sonst noch anschauen? Na klar, wir gucken uns die Lünette an und schauen mal an, wie die dreht und rastet. Die Lünette dreht sehr leise,
mit 120 Klicks. Ich gehe mal hier an mein Mikrofon, damit wir die auch hören können. Das ist wirklich leise und dezent, passt insofern hervorragend zum Gesamtauftreten der Uhr, die ja auch relativ leise ist. Auf dem Reo kann man die Minuten-Skalierung sehen. Sehr klein, sehr fein. Bei der direkten Draufsicht aus einiger Entfernung kann ich es ohne Lesebrille nicht ablesen. Ich brauche die Ziffern aber auch nicht. Mir geht es primär darum, dass es eine Minutenskalierung gibt und die ist hier zu sehen. Das Datumsfenster ist noch das in Anführungsstrichen alte runde Datumsfenster. Die Scheibe in dem Rot, wie es zum Signature-Datum von Van Dijk gehört. Die neueren Datumsaussparungen sind rechteckig und etwas größer. Die runde Datumsaussparung ist kleiner und das Datum ist für mich ohne Lesebrille definitiv nicht ablesbar. Das finde ich bei einer Taucheruhr aber gar nicht so dramatisch. Und ich muss auch gestehen, mittlerweile kann ich auch die Minutenskalierung ohne Lesebrille nicht mehr ganz eindeutig sehen. Ich habe sie also sowieso fast immer am Mann und dann stört mich auch das Datum nicht mehr. Die Krone ist verschraubt und wir schauen uns jetzt auch gleich einmal an, wie die Zeiger gesetzt sind. Vorher zeige ich euch aber noch die Rückseite der Uhr. Und hier können wir sehen, das Band ist mit Schnellwechselstegen versehen. Und was ich besonders klasse finde, das Stahlband hat zwei Pins, sodass es sich wirklich sehr leicht lösen lässt und keine Spuren am Gehäuse hinterlassen sollte. Das finde ich wirklich klasse. So, jetzt sind wir auch bald auf der 12 Uhr mit dem Sekundenzeiger. Um das Setzen der Zeiger überprüfen. Na, jetzt bin ich abgerutscht, so ein Murks. Also rede ich erstmal weiter und versuche es gleich nochmal. Was ich sehr schön finde, dafür muss ich etwas näher rangehen. Die Zeigerkappe oben ist nicht schwarz und offen gelassen, sondern ist auch mit einem goldfarbenen Deckel versehen, sodass das ganze Zeigerspiel sich in einem goldenen Farbton präsentiert und nicht die offene Zeigerachse gelassen hat, auch nicht mit weiß oder schwarz, sondern passend zu den gesamten Zeigern hier in Gold gewählt. Das gefällt mir wirklich gut. So, jetzt sind wir gleich wieder auf der 12 Uhr und dann hoffe ich, dass ich das auch entsprechend erwische. Jawohl, da haben wir's. So, ich habe keine Ahnung, wie das Datum steht, ob es jetzt springt. Nein, tut es nicht. Das ist gut. Oh, das ist aber, das ist nicht so schön, dass hier die Sekunde um eine Sekunde springt, wenn ich zurückdrehe. Das ist nicht so schön und das habe ich auch noch bei keiner anderen Uhr gehabt. Insgesamt sind die Zeiger gut gesetzt. Da gibt es nichts dran auszusetzen. Den Sprung des Zeigers fand ich jetzt überraschend. Ich schaue mal, ob sich der Zeiger bewegt. Tatsächlich, er bewegt sich, wenn ich leicht dagegen klopfe. Ich drehe nochmal zurück. Tatsache, die Zeiger bewegen sich etwas. Da muss ich tatsächlich einmal nachhaken. Und ich tue jetzt was, was ich noch nie gemacht habe. Ich rufe bei Van Dijk an und schau mal, ob ich da jemanden erwische. Und vielleicht darf ich das sogar im Video drin lassen. So, das machen wir so und dann machen wir das Ganze so, dass das keiner sieht.
Ich hoffe, man kann es hören. Hallo, hier ist die Mobilbox von 01. Das war die Mobilbox. Dann versuchen wir es noch einmal anders. Hallo Tim. Hallo. Die Van Dijk Tiefsee ist heute angekommen. Mega, das ging aber flott so. Das ging super. Und ich drehe gerade das Video, die Kamera läuft noch mit. Wenn du also unser Gespräch rausgeschnitten haben möchtest, musst du das sagen. Alles gut, also habe ich überhaupt kein Problem. Ich freue mich, dass du DHL auch mal mitmacht, damit du schnell den Genuss der Wurst kommt. Ja, also ich fand es gerade mal ganz witzig. Ich habe wie üblich den Cyger-Test gemacht. Und dabei ist mir eine Sache aufgefallen. Ja. Und die möchte ich einfach mit dir besprechen, wie weit das normal ist. Wenn ich die Krone gezogen habe und die Zeiger feststehen und ich dann zurückdrehe, um die Luft rauszunehmen, dann springt der Sekundenzeiger um ziemlich genau eine Sekunde. Und wenn ich gegen das Gehäuse klopfe, wackelt er wieder zurück. Ist das? Das kenne ich so vom Jota-Sachen. Ich müsste das gleich einmal ganz selber testen hier bei uns. Das wundert mich ein bisschen. Kann ich dich gleich zurückrufen dazu? Kannst du machen. Ich habe ja auch die Tiefseeruhe, da ist es nicht so. Genau, das wundert mich. Das. Natürlich hast du noch die Ruhe mit dem 821 da. Das ist ja im Prinzip baugleich mit dem 825, was wir jetzt verbunden haben. Da würde ich tatsächlich einmal ganz. Ich weiß natürlich, dass da immer so ein gewisser Druck ist, aber gerade wie du zurückwackeln kannst, oder? Also das. Das beim Zurückdrehen, das wackelt, das kenne ich alles, aber dass da wirklich eine Sekunde freies Spiel ist, das kenne ich so nicht, außer der Zeiger sitzt vielleicht nicht ganz fest auf der Achse. Ich werde das mal ganz kurz hier selber an einem anderen Testmodell prüfen, dann will ich die Zeit noch schütteln. Alles klar. Ich drehe mal einfach weiter und wenn du dann kommst, dann haben wir vielleicht sogar das Ergebnis noch im Video drin. Alles klar, so machen wir das. Bis gleich. Alles klar, danke dir. Ciao. Ciao. Ja, das war also der Tim von Van Dijk. Wir werden das jetzt weiter beobachten. Falls nicht, werde ich es bei mir am Arm beobachten und einfach mal schauen, wie sich das verhält. Also wir hatten ja gesehen, Zeiger grundsätzlich gut gesetzt. Jetzt packe ich das Ganze wieder zusammen, verschraube die Krone. Das Band ist wirklich klasse gemacht. Es ist ziemlich dick. Ich weiß nicht, ob es ein neues Band ist. Auch der Bügel ist massiv, kein billiges Blech. Sehr schön gemacht. Keine Tauchverlängerung, aber drei Löcher zur Feinjustage und die drei Löcher entsprechen ziemlich genau der Länge eines Bandlings, sodass man das ganz bequem und gut anpassen kann. Die Links sind doppelt beweglich. Oft hat man ein großes Element, was nur an einer der beiden Achsen beweglich ist. Hier ist es an beiden Achsen beweglich. Und das führt dazu, dass das Band sehr weich und sehr bequem und sehr beweglich auf dem Arm liegt. Die Krone ist verschraubt, hat keinen Kronenschutz. Ist aber an der Kante leicht abgerundet, sodass die Krone am Arm nicht spürbar ist. Selbst wenn sie suchen soll. Oh, da kommt der Tim durch. Da muss ich gerade mal wieder reinschören. Hallo Tim. Hi, da bin ich schon wieder. Jetzt bist du auf Lautsprecher. Ja, okay, hi. Ich habe einmal ganz kurz eine Testuhr noch mal kurz zugeholt, um das zu vergleichen. Und da scheint etwas mit der Zeigersetzung dann nicht zu stimmen, weil hier bei mir sitzt alles bombenfest. Deshalb tut mir das total leid. Ich kann natürlich nicht sagen, ob uns das durchgerutscht ist oder ob da eventuell was auf dem Versandweg geschehen ist. Aber die müssen wir einmal austauschen. Alles klar, kann passieren, ist überhaupt kein Drama. Jetzt haben wir im Video sogar direkt einmal den Service von Van Dijk mit drin, wenn das okay ist, dass ich es drin lasse. Ach, natürlich, gar kein Problem. Also, das ist gar kein Problem.
Also tut mir leid, wir wollten natürlich, dass du von der ersten Sekunde an richtig Spaß hast mit der Uhr, aber die tauschen wir dann eben flott um. Ich schicke dir dann später einmal ein Service-Level zu. Alles klar. Ist ja nicht so, dass ich keine Uhr hätte. Oh, Gott sei Dank. Ich packe sie in die Box ein, ich schicke euch euren eigenen Karton dann zurück, ne? Ja, perfekt, genau. Und dann lege ich dir schon mal eine schöne Uhr zur Seite, definitiv, wo wir darauf auch kontrolliert haben, neben den anderen Kontrollen natürlich, speziell auf diesem Punkt. Und wenn sie dann da ist, tauschen wir sie direkt um, ja? Hm. Mal, wo ich dich gerade dran habe, eine Frage, die mir gekommen ist. Ich habe das Paket genommen und fand es unglaublich schwer. Habt ihr die Boxen geändert? Nein, wir haben die Boxen nicht geändert. Tatsächlich ist es alles so, wie du es vorher von uns kennst. Okay, ja, Im Vergleich zum letzten Paket haben wir lediglich die Broschüre hinzugefügt. Okay. Die hatten wir jetzt ja ergänzt mit den neuen Farben und zwischenzeitlich hatten wir halt einen kurzen Leerlauf. Ich glaube, das hattest du in deinem letzten Paket vielleicht die Broschüre nicht mit drin. Das ist eigentlich der Unterschied, den wir gemacht haben. Sonst ist alles wie von uns bekannt. Okay, weil ich habe das direkt gesehen und gedacht so, ich weiß nicht, du musst es auch nicht verraten, aber es sieht aus wie von Finest Boxes, weil gleiches Material und gleiche Innenausstattung. Ich hatte das von der Ruhe so nicht mehr im Kopf, ist ja auch schon ein Tag her, aber echt erstaunlich, nicht üblich in der Preisklasse, um das mal so zu sagen. Dankeschön. Wir wollten es natürlich auch machen. Wir sind uns natürlich auch bewusst, dass manche das vielleicht schon ein bisschen zu überkandidelt fühlen oder finden. Wir finden es halt überhaupt nicht. Ne? Der Spaß beginnt beim Auspacken, der Spaß beginnt bei der Präsentation und das darf gerne auch in dieser Preisklasse bereits beginnen. Denn auch hier ist ja nun mal sehr viel Leidenschaft schon dabei. Ne? Auch wenn man das vielleicht mit der ersten Uhr sieht oder so in dieser Preisklasse oder haben dann natürlich auch andere Preisklassen haben, besitzen in ihrer Kollektion. Ich finde, auch da kann halt schon ganz viel Freude geschehen. Deshalb wollten wir das so machen. Super. Alles klar, ich danke dir. Ich drehe mal weiter, damit ich das Video am Samstag online stellen kann. Und ich bin echt gerade ziemlich gehypt, weil sowas habe ich noch nie gemacht bei einem Dreh. Das klingt auch super spannend. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und dass du später noch ein bisschen was weiter genießen kannst. Ja? Alles klar, danke dir. Bis dann. Mach's gut. Ciao. Ja, da bin ich wieder und ihr habt gehört, die Uhr werde ich nicht behalten, die geht wieder zurück. Nichtsdestotrotz werden wir uns natürlich die Uhr weiter anschauen. Ich werde das Band dann entsprechend auch nicht anpassen, aber ich werde jetzt die Nachtansicht für euch austesten, weil dafür ist ja egal, ob die Zeiger wackeln oder nicht. So, dann machen wir jetzt ganz kurz mal die Videolichter aus und machen das helle Licht an. So. Es ist hier nicht ganz dunkel im Raum. Ihr könnt das hier wahrscheinlich an den Handschuhen sehen, dass das nicht komplett abgedunkelt ist. Und trotzdem ist die Uhr gut ablesbar, sehr dezent, sehr fein, beinahe edel gemacht. Gefällt mir sehr gut und freue ich mich drauf, die Uhr dann irgendwann komplett mit nicht wackelnden Zeigern an Arm und in der Box zu haben. Ja, das war mein außergewöhnliches Video über die Tiefsee Goldkraft. Ich finde es eine wunderschöne Uhr, auch wenn ich ein paar Tage länger jetzt auf die Uhr warten muss. Wenn euch die Uhr als solche, das Modell als solches gefällt, das Gehäuse oder die Firma, schaut gerne in das Video, was ich euch am Ende verlinke. Das ist einmal mein Review über die Tiefseeruhr und mein eine Woche am Arm über die Tiefseeruhr. Dort werdet ihr noch ganz andere Eindrücke zu der Uhr bekommen. Hier ging es mir um die Goldkraft auf eine etwas außergewöhnliche Art und Weise. Ich bin super gespannt auf eure Kommentare. Bis dahin bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf die nächsten Videos. Tschüss, euer Axel.